Hallo, meine lieben Freunde und Mitglieder der International Church Bonn. Wir laden euch ganz, ganz herzlich ein und eure Kinder für den kommenden Sonntag am 6.8. um 11 Uhr im Aloysius-Kolleg, denn da haben wir schon wieder Taufe. Und warum sind unsere Kinder ganz besonders eingeladen, Jesu? Ja, liebe Eltern, bringt eure Kinder mit. Wir haben nämlich am kommenden Sonntag ein ganz tolles Kinderprogramm, wie jeden Sonntag übrigens. Aber dieser Sonntag ist besonders, denn wir werden zwei Hüpfburge haben, wo die Kinder dann wirklich noch Spaß haben werden. Und ja, wir haben ein tolles Kinderprogramm, Hüpfburge sind da. Und natürlich werden wir auch noch was ganz Tolles mit den Kindern machen. Und zwar werden wir Stockbrot machen. Also etwas, was die Kinder immer sehr gerne haben. Genau. Deshalb bringt eure Kinder mit. Wir werden gemeinsam mit ihnen zusammen eine wundervolle Zeit haben. Und ja, wir werden feiern. Denn die Taufe muss gefeiert werden. Sehr cool. Und wir werden nämlich dann das Grillfest, was wir eigentlich im Rhein hatten, ihr wisst ja, Deutschland ist im Moment gesegnet mit ganz viel Regen, haben wir umgelegt vom Rhein ins Akko, aber trotzdem werden wir nicht weniger feiern. Deswegen bringt Grillgut mit. Wir haben drei Grills. Bringt ganz viel Essen mit, Salate ohne Mayonnaise, die Kuchen ohne Sahne. Bringt ganz viel Kuchen mit und zu trinken mit. Und vor allen Dingen bringt eure Freunde mit. Denn bei der letzten Taufe im Rhein habe ich gehört, gerade die Berichte von den Täuflingen, warum sie Jesus gefunden haben und wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat, das hat so einen großen Eindruck gemacht auf unsere Gäste, auf unsere Freunde. Viele von denen, die sich jetzt taufen lassen, sind dadurch auch näher zum Glauben gekommen. Ne, wenn der Pastor spricht, der Profi, hört man gar nicht mehr zu, aber wenn Leute sprechen, die Jesus gerade erst erlebt haben, das ist so kostbar. Deswegen bringt eure Freunde mit und wir sehen uns dann am kommenden Sonntag 6.8. Um 11 Uhr im Aloysius-Kolleg. Parken haben wir Parkplätze ohne Ende, Petersbergstraße 2 in Bad Godesberg. Und eigentlich, hast du am 13.8. hätten wir dann wieder beide Locations in Alfter und in Bad Godesberg gehabt. Aber was müssen wir jetzt ein bisschen Rücksicht nehmen? Genau, wir werden jetzt weiterhin in Bad Godesberg sein, denn wir sind ein wenig am Sprechen und am Verhandeln mit den Räumlichkeiten, aber Gott sei Dank hat der Herr uns ja versorgt und wir haben ja eine tolle Location, wo wir unseren Gottesdienst feiern. Das heißt, ab dem 13.8., also ab dem Sonntag, wo wir eigentlich wieder in Alfter wären, werden wir leider nicht mehr in Alfter sein können, aber keine Sorge, wir sind noch in den Verhandlungen. Dafür werden wir weiterhin in Bad Godesberg sein, im Akko und um 11 Uhr. Genau, das heißt also, alle unsere Leute, die in Alfter sind, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Wir sind sehr, sehr guter Hoffnung, dass wir eine Lösung finden für Alfter. Aber jetzt ab dem übernächsten Sonntag, 13.8., die ICB Summertime verlängert sich ein bisschen. Das heißt, jeden Sonntag, 11 Uhr im Aloysius-Kolleg in Bad Godesberg. Und werden wir auch weiterhin so ein tolles Kinder- und Teenie-Programm haben? Oh ja, definitiv. Wir werden natürlich weiterhin unser Kinderprogramm haben, den Kindern die Bibel näher bringen, das Wort Gottes näher bringen und mit Freude und mit viel Spaß. Also bringt eure Kinder und ja, wir freuen uns schon auf euch. Gott segne euch, wir sehen uns am kommenden Sonntag. Wir freuen uns auf euch.